Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer, zu meinem Drum-Dienstag. Hier möchte ich mich also mit Schlagzeug, Percussion und verschiedenen Rhythmen auseinandersetzen und habe dafür unter anderem hier eine kleine Djembe hingestellt, mit der ich heute ein bisschen Rhythmen einspielen und darauf aufbauen möchte in Cubase. Das Ganze ist Teil eines kleinen YouTube-Experiments. Ich möchte diese Woche also jeden Tag ein YouTube-Video releasen und zwar viel eigene Musik dabei produzieren und das Ganze ungeschnitten, also am Stück, auf YouTube laden und bin sehr gespannt darauf, welche Resonanz von euch dazu kommt aus der Community. Damit starten wir ran an die Tasten und hier werfen wir erstmal einen kleinen Blick in Cubase. Hier habe ich also das gleiche Projekt wie gestern gewählt. Hier drin liegen Forest Kingdom von Eduardo Tarilonte und ein paar Drum Sounds aus Dark Era habe ich hier drin. Und hier oben ein paar Audiospuren, auf denen ich hier gern einsteigen möchte. Ich gucke zu Beginn mal, was hier denn ein schönes Tempo sein könnte, auf dem ich vielleicht mit dem Metronom ein bisschen was aufnehme mit der Djembe. Metronom an mit C. Oh, gerne ein bisschen langsamer. 75 probieren. Ja, das klingt angenehm. Okay, ich nehme direkt auf und wir gucken mal, was passiert. So, und das würde ich erstmal als kleinen Startpunkt hier ansehen. Wir hüpfen zurück in Cubase und ich habe das Ganze also hier auf eine Drumspur aufgenommen. Erstmal wollen wir das Ganze ein bisschen anhörbar machen, vom Sound her. Also Metronom aus und ich schau mal hier auf die Spur, was ich vielleicht an kleinen Effekten hinzufügen möchte. Okay, erst setze ich einen Low-Cut, um hier unten ein bisschen die Tiefen aufzuräumen und möchte an der Stelle gern erstmal mit dem Fab-Filter Pro-Q 3 ein bisschen aufräumen. Ja, wir haben hier Resonanzen. Ja, das können wir vielleicht ein bisschen dünner gestalten. Oh, und hier unten, das ist der Grundton der Djembe. Das liegt hier auf einem F. Können wir durchaus ein bisschen verstärken, aber nicht so doll. So, ich höre mir mal an, was passiert, wenn wir das Ganze mit dem CLA 76, mit dem F76er ein bisschen komprimieren. Ich gebe hier gleich noch ein bisschen Saturation mit dazu. Wir hören mal rein. Ah, das ist eine Stereospur hier, okay. Das heißt, ich nehme einfach die Stereo-Version. Nun gut. Ja, kurze Release-Zeit. Lass aber viel vom Attack durch und drück das sehr stark zusammen hier. Das lässt die Transienten hier also sehr schön durch und dadurch wirken die Drums entsprechend groß und präsent. Ich würde das Ganze tatsächlich auch durch den L1 schicken und stark zusammendrücken lassen. Sehr schön. Oh ja, und ich würde hier gerne mal den Fab-Filter Pro A draufladen und uns damit einen kleinen Raum hier zu schaffen. Das ist ein wunderschöner, flexibler Raumhall. Ich will hier einen wirklich kurzen, kleinen Reverb.
Und gib an den Stellen, wo der Grundton liegt, ordentlich Decay dazu. Das heißt, da klingt dann eben der Hall am längsten und das lässt eben diese Töne schön lang wirken. Außerdem, dass die gelbe Linie hier unten ist ein Post-EQ. Damit können wir also im Nachhinein das Signal, was rausgeht aus dem Reverb, noch filtern, also den Reverb-Anteil. Ohne. Und mit. Gibt direkt Feeling. Sehr schön, sehr schön. Der Reverb macht ganz, ganz viel, finde ich. Okay, und weil ich gerade Bock drauf habe, schnappe ich mir hier noch den Quadra-Fass, um noch ein bisschen die Höhen zu färben. Ja, damit mache ich hier oben die oberen beiden Bänder ein bisschen heller, lasse die also dadurch dichter wirken. Und das ist eine schöne Alternative zu einem färbenden Equalizer an der Stelle, weil durch die Distortion können wir da oben die Frequenzbereiche einfach ein bisschen voller gestalten. Die wirken dadurch auch präsenter und heller, ohne dass wir dort tatsächlich eine EQ-Anhebung vornehmen. Ohne und mit. Sehr schön, sehr schön. Vergleich ohne und mit. Cool, da ist der Drum-Dienstag eher ein Mixing-Mittwoch geworden oder so. Okay, wir schauen mal rein. Welche Stelle gefällt mir denn hier rhythmisch eigentlich am besten? Ich habe gar nicht so richtig hingehört, was ich hier eigentlich gespielt habe. Schauen wir mal. Der Takt war schön und die beiden Takte haben mir gut gefallen. Daraus könnten wir wunderschön einen Vier-Takte-Loop gestalten. So, gleich mal schauen. Ja, passt hier alles in der Aufnahme. Wird ein Vier-Takte-Loop auf diese Weise. Wie ist denn das? Den da wollen wir nicht mehr mit drin haben. Ich schiebe das Ganze hier mal ein bisschen. Ich passe das mal tatsächlich hier drin im Editor per Free Warp an. Wo ist es hin? Da ist es hin. So. Da ein Punkt. Okay. Da setze ich einen auf der Zählzeit 4. Der hat mir noch wunderbar gefallen. Hier auf der Zählzeit 1 können wir ein Stückchen nach hinten. So. Raster darf an. Und ich korrigiere das damit rhythmisch ein bisschen. So, dass wir hier nicht so rennen gegen Ende. Ja, das hier hinten soll dann auf die neue Zählzeit, genau. Ba-ba-ba-dam, bam. So, dahin. Sehr gut. Jetzt schneide ich die letzte Zählzeit hier ab und damit haben wir einen Loop. Wundervoll. Okay,
Okay, in den ersten beiden Takten hier ist die erste Zählzeit ein bisschen zu spät geraten und das würde ich gerne an dieser Stelle noch korrigieren. Das mache ich auf die gleiche Weise, indem ich mir nach vorne ein bisschen Luft mache. So, und jedem davon quasi einen Takt eher noch gebe. Jetzt meine Referenzpunkte setze und hier die Kick an die richtige Stelle schiebe. Sehr schön, so soll das aussehen. Hier geht es um diesen Schlag da. Und der ein Stückchen nach vorn, so. Okay, kann ich... Oh, hier hinten war irgendwas noch rhythmisch nicht korrekt. Ja, der da kann ruhig noch ein Stückchen nach vorne. So. Oh, das hat einen sehr, sehr schönen Groove und sehr schönes rhythmisches Feeling hier drin. Okay. Jetzt Crossfades und damit können wir das Ganze verwandeln in eine einzelne Audiodatei. So, okay. Ich wähle das aus, Rechtsklick drauf mit gedrückter Steuerungstaste und hier als Auswahl als Datei. Event ersetzen und damit haben wir einen Drum Loop. Sehr schön. Das Ganze möchte ich jetzt gern als Orientierung nutzen. Wir haben ja die Möglichkeit hier Hitpoints erstellen zu lassen. Hui. Die maximale Länge. Die minimale Länge soll ein bisschen länger werden. Setzen wir mal auf 100 Millisekunden. Wobei den da würde ich schon gerne mitnehmen. Ja, doch, doch. Dann setze ich wieder zurück auf, sagen wir, 20. Das waren 200. Den bekomme ich nicht. Wie setze ich hier eigene Hitpoints? Damit. Hitpoint einfügen hier. Hier auf der Zählzeit 2 hat einer gefehlt. Genau. Und hier hinten war es mir, als ob es ein paar zu viel waren. Das kürzen wir erstmal ein bisschen. Da, ba, bam, da. So. Jetzt lässt sich das Ganze als Groove Preset speichern. So. Und das taucht jetzt hier oben in den Quantisierungseinstellungen auf. Da. So. Und zwar sollten das aber jetzt bitte 4 Takte sein. 4. Sind im Moment einen. Jetzt sind es 4. Sehr schön, sehr schön. Okay, jetzt sind also alle diese Hitpoints hier hinterlegt. Und mit denen können wir jetzt auch andere Spuren daran ausrichten und quantisieren lassen. Das ist nicht schlecht. Das speichere ich mir als Preset. Okidoki. Na dann, was machen wir als nächstes? Ich habe hier so ein schönes Pad hingelegt. Huch, das können wir vielleicht mitspielen an der Stelle. Es ist aus Forest Kingdom so ein schöner Sound hier. Thank you.
das S spare ich mir. Huch. Sieht lustig aus. Die Rasterlinien hier sind natürlich jetzt ausgerichtet an unserem neuen Quantisierungsraster, an unserem eigenen. Und die sind natürlich jetzt an ganz verrückten Positionen. Ich habe hier noch so ein so eine kleine Rassel, so ein Seed Shaker oder sowas. Und ich glaube, dass ich den als nächstes gerne aufnehmen würde. Erstmal ein bisschen ausprobieren, wir gucken mal. Der letzte Takt war nicht so, aber das davor fand ich ganz lustig. Wir hören mal rein. Okay, ich würde tatsächlich das da duplizieren und hier aber den Anfang noch mitnehmen vom zweiten Teil. Sowas. Klingt gut, der ist jetzt nicht zu hoch oder zu spitz. Das ist ein schönes Percussion-Instrument, finde ich. Oh, sehr schön. Das lasse ich ebenfalls hier als Datei ersetzen. Und jetzt können wir hier drin tatsächlich auch diese Hitpoints quantisieren, wenn wir wollen. Genau. Können daraus Slices machen lassen. So. Und die Slices lassen sich zum Beispiel jetzt quantisieren mit alle auswählen und Q drücken. Das ist eine Möglichkeit, mir fällt dabei ein, das muss gar nicht so sein. Wir können das tatsächlich auch ohne die Slices zu erzeugen, direkt mit den Audio-Warp-Markern machen lassen. Genau, ich lasse die Hitpoints also zu Markern werden. Hier sind mir ein paar zu viel drin, ich würde erstmal ein paar davon entfernen. Shift-Taste gedrückt halten und die können wir entfernen. So, das weg. Sehr gut. Genau. Einige davon sind jetzt gar nicht so rhythmisch relevant, deswegen kann ich die ruhig rauskürzen. Die können beide weg. Das weg. Okay, das sieht doch schon ziemlich gut aus so. Okay, das Ganze jetzt als Warp-Marke. Und die lassen sich jetzt ebenfalls mit Q quantisieren, würde ich meinen. FreeWarp. Audio-Warp-Quantisierung einschalten, richtig. So. Gab nur eine Stelle, die nicht hingehauen hat und das wäre diese da. Die hat es in die falsche Richtung verschoben. Den schnappe ich mir also und ziehe den hier auf die Zählzeit 3. Ein bisschen später kann er. Und dann sieht das auch schon ziemlich schön aus hier. Cool. So, Effekte wieder dazu und wir hören uns mal an, wie die Drums. Thank you.
Sehr schön, sehr schön. Okay, ich gebe dem hier noch ein bisschen mehr Raum und Breite. Tatsächlich noch ein bisschen einnehmender werden, wenn wir hier Distortion hinzufügen. Und im Mixer kopiere ich mir mal direkt die kompletten Settings von der Djembe auch auf diesen Shaker-Sound hier. Und damit können wir die noch ein kleines bisschen färben. Braucht ebenfalls einen Low-Cut. Und ein bisschen mehr vom Raum. Gerne auch ein bisschen länger hier in dem Fall. Sowas. Schönes, träumerisches. Ja, das sind richtige Klangwelten, in die wir hier aufbrechen. Ich habe hier tatsächlich noch ein Instrument liegen. Das ist sowas wie eine Maultrommel. Ich probiere es einfach mal aus, mal schauen, was wird schon passieren. So, da muss ich das aber ein bisschen höher machen. So, wie klingt denn die Maultrommel eigentlich? Davon hat mir ganz gut gefallen. So was. Würde ich tatsächlich wieder quantisieren, damit sich das alles rhythmisch schön einfügt in unsere Djemben-Rhythmen. Schön, das ist einer zu viel hier hinten und der ganze Rest sieht gut aus. Okay, also Warp-Marke, Warp und das Ganze quantisieren. So. Oh, cool. Das ist mir ein bisschen zu spät. Genau, die können wir ruhig ein bisschen.
erst ein Stückchen später gefühlt. Und erst ein Stückchen eher. Ja, aber insgesamt schöner Groove, der hier entsteht. Wahnsinn. Tonal ist es auch noch nicht auf der richtigen Tonhöhe, würde ich sagen. Wir schnappen uns mal hier den oberen Bereich. Das mal 7,5 Töne tiefer. Die Quinte tiefer. Klingt sehr interessant, so eine Maultrommel so extrem stark zu pitchen. Sehr, sehr cool. Wir probieren das mal in verschiedenen anderen Algorithmen. Oh, das ist ziemlich cool. Das gefällt mir. Mal schauen, was wir da im Mix damit machen können. Ich glaube, sowas braucht richtig schöne Färbung. Wir nehmen dem erstmal ein bisschen was an Höhen. Oder vielleicht zuerst, in diesem Fall zuerst ein bisschen Verzerrung. Genau, ich gebe dem erstmal ein bisschen... Oh ja, sowas ist nice. Dann brauchen wir den da hinten noch gar nicht, weil... Huch, was denn jetzt passiert? Kein Zugriff mehr auf Quadrafass. Was ist denn hier los? Das klappt. Und das klappt auch wieder. Okay, sehr schön. So, da brauchen wir den gar nicht, denn durch diese Amp-Distortion geht tatsächlich eh was an Höhen verloren. Wir geben dem einen richtig schönen Reverb drauf. In dem Fall würde ich Raum gern draufpacken. Mit einem richtig langen. Und here we are. Vielleicht kannst du gerne noch ein bisschen Delay gebrauchen. Ich füge mal vor dem Raum, genau, den Relayer ein. Und wir geben uns hier mal ein rhythmisches Delay. Ganze um eine Achtel nach vorn versetzen sollten. So, hier eine Achtel weg und da eine weg. Schauen wir mal, ob das schön klingt. Musik
kleines bisschen eine tiefe Stimme mit drunter, die hier so den Bassbereich hier ein bisschen anwärmt. Das ist keine blöde Idee. Ich schnapp mir einfach hier oben die Spuren und singe selber mal drei Stimmen des Basses übereinander ein. Ja, irgendwie sowas. Mikrofon. Oh, es wird gut. Hab ich Bock drauf. Okay, let's go. Waren vier Durchläufe. Der erste hat mir nicht gefallen, deswegen habe ich da noch drei hinterher gemacht. Oh, so ganz schön leise geworden. Könnte man auch vorher pegeln, aber na gut. Wird schon hinhauen. Soll eh nur ein Stückchen im Hintergrund sein und ich möchte viel von den Höhen wegnehmen. Wir brauchen ein kleines bisschen Tuning hier drauf, deswegen packe ich auf jede von denen Autotune. Du, 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 du. So, tiefe männliche Stimme in C-Dur, warum nicht? Und das Ganze schön schnell tunen lassen. Darf durchaus auch ein bisschen dunkler klingen. Okidoki. Ja, kleines bisschen EQ. Soll nicht ganz so synthetisch klingen? Doch lieber sowas. Okay, und das dupliziere ich einfach auf die anderen Spuren. Steuerung C. Steuerung V. S'il vous plaît. Will nicht. Ja, nochmal. So. Die drei auswählen mit gedrückter Shift-Taste. Rechtsklick drauf. Gruppenkanal zu ausgewählten Spuren hinzufügen. Und das ist der Chor. Okidoki. Hören wir ein Solo an und verteilen die Stimmen im Stereobild. Ruhig so. Irgendeiner hat hier einen anderen Ton gesungen. Der war's. Also hier noch Vari-Audio davor und den einfach ein Stückchen tiefer machen. Ab da. So, aufs E runter. Und das Ganze blähen wir jetzt ein bisschen auf. Ich habe richtig Laune auf den Relayer im Moment. Und das darf richtig was Großes werden. Sounddesign, Mix. Comp Cloud. Wir brauchen ihr
so was Großes, Reverb-mäßiges hier. Achso, das sind einzelne. Nehmen lieber so lange Delays. Ist vielleicht doch die bessere Idee. Okay. Wunderschön. Okay, und jetzt möchte ich die Djembe gerne noch ein kleines bisschen unterstützen mit ein bisschen was von den Drums hier unten, aber die würde ich wirklich nur stützend einsetzen. Und dann haben wir doch wieder eine schöne kleine Skizze. 40 Minuten schon, meine Güte, geht rund heute. Okay, Speichern nicht vergessen zwischendrin. Und ja, ist doch ein ganz schöner Space geworden hier. Okay, wir gucken mal. Ah ja. Keyboard kann ich euch zeigen. Ich dupliziere das erstmal, ne, damit wir hier über die ganzen vier Takte überall an die richtigen Stellen quantisieren. Habe ich hier Quatsch gespielt, aber alles ab da klang eigentlich ganz cool.
das nehme ich in die ersten beiden Takte mit und quantisiere das so, dass das zu der Djembe passt. So. Ob ich hier so kleine Akzente setze damit. Immer zu Beginn der Takte mit dieser Frame Drum hier. Und das an jedem der ersten drei Taktanfänge könnte spannend wirken. Schauen wir rein. Vielleicht sowas, ja. Okay, wieder die Effekte mit dazu. Klingt so. Würde ich so als kleine Skizze für heute stehen lassen, als kleine Rhythmusstudie. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran und wünsche euch einen wunderschönen Tag, schöne Zeit, kreative Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.